Wir fangen an mit der ersten Kategorie, die in meinen Augen wahrscheinlich auch die allgemeine Meinung ist. Die meistverkaufte Maus bzw. die meistverkaufte Shape ist eine symmetrische Maus. Die symmetrische Maus zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf beiden Seiten, wenn man sie jetzt in der Mitte durchschneiden würde, symmetrisch ist. Symmetrische Mäuse eignen sich sehr für Links- und Rechtshänder. Ihr müsst aber darauf achten, dass die Mäuse praktisch auf beiden Seiten diese Daumentasten hat. Denn diese Maus hier zum Beispiel ist symmetrisch, hat das aber nicht. Kommen wir direkt zum ersten Produkt bzw. zur ersten Maus. Ihr habt sie gerade schon mal gesehen. Das ist die G-Pro Superlight von Logitech. Ist eine Maus, wiegt ungefähr 60 Gramm, ich glaube 63 Gramm ist das Gewicht. Ist eine symmetrische Maus, hart gebaut, keine Löcher. Ich würde sagen, das ist die meistverkaufte Gaming-Maus aktuell auf dem Markt und es ist somit die sicherste Shape, ja, also die Bauform, wie sie gebaut ist. Die Maus liegt fast jedem. Das Problem ist mit der G-Pro in meinen Augen einfach, sie ist zu neutral. Also sie hat keine wirklichen markanten Griffpunkte. Sie ist halt einfach symmetrisch. Das ist halt einfach eine symmetrische Maus. So, was soll ich großartig sagen, ja? Die Maus wird wahrscheinlich jedem liegen, aber jemand, der dann doch ein kleines bisschen andere Vorlieben hat, der wird dann eventuell beim nächsten Produkt landen. Das ist die Razer Viper V2 Pro. Ist auch eine symmetrische Maus. Hat auch nur auf einer Seite die Daumentasten. Und wiegt 59 Gramm. Ist damit 4 oder 5 Gramm leichter als die G-Pro. Ist im Endeffekt fast wie eine G-Pro, nur ein bisschen flacher und hat rundere Tasten. Das sind so zwei Mäuse, wenn ihr zwischen diesen beiden Mäusen steht und euch nicht entscheiden könnt, welche von beiden ihr kauft. Ja, also das hier sind meine beiden Empfehlungen für symmetrische Mäuse. Geht am besten einfach in den Mediamarkt und nehmt sie mal in die Hand. Mediamarkt sollte heutzutage beide von diesen Mäusen haben. Wenn Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer ihr eure Elektronikprodukte in einem Laden kauft, das nicht hat, dann auf Amazon bestellen. Ja, bestellt es auf Amazon, probiert beide aus. Amazon bietet da eine relativ entspannte Rückgabe für die Maus, die euch nicht gefällt. Und die letzte Maus, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, die beiden Mäuse sind schon nice, aber ich hätte dann doch lieber gern etwas Kleineres, kommt dann von meiner Seite eine meiner absoluten Lieblingsmäuse, das ist die HTS. Das ist eine symmetrische Maus, die genauso wie die G-Pro von der Form her auf beiden Seiten symmetrisch ist. Aber wenn man die jetzt mal direkt nebeneinander hält, dann fällt direkt auf, die HTS ist doch wesentlich kleiner. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, Suha, in dem Video kann ich das alles gar nicht so gut erkennen, möchte ich euch gleich kurz eine Webseite praktisch ans Herz legen. Und zwar ist das eloshapes.com. Dort könnt ihr praktisch Mäuse miteinander vergleichen. Ja, wir springen doch jetzt ganz kurz in den Browser rein. Das hier ist die Seite. Dort könnt ihr praktisch die Shapes direkt von Mäusen in 2D übereinander legen und könnt dann auch direkt sehen, wie sitzt das Mausrad, wie hoch ist die Maus im Vergleich zu dem anderen, wie ist die Länge. Und das Coole an der Seite ist, die bieten hier für fast alle Mäuse irgendwo einen Discount an. Also wenn ihr eine Maus findet, die ihr kaufen wollt, findet ihr meistens einen relativ guten Deal über EloShapes. Ganz kurz zur Verwendung der Seite. Ihr fügt hier oben einfach die Maus hinzu, die ihr euch praktisch anschauen wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal die G202 LightSync. Die wird euch dann direkt mit hier reingelegt. Ihr könnt sie aber auch an- und ausschalten, ja, um dann praktisch nur zwei Mäuse miteinander zu vergleichen. Oder wenn ihr eine symmetrische Maus mit einer Ergo-Maus vergleichen wollt, könnt ihr das hier auch tun. Zweite Kategorie an Mäusen, die ich für euch heute habe, sind die Ergo-Mäuse. Ergo-Mäuse sind, wenn man sie sich genau anschaut, die sind nicht symmetrisch, sondern die sind meistens ein bisschen gekippt. Das erkennt man hier ganz gut. Das hier ist jetzt die Lamsu Thorn. Aktuell meine Lieblingsmaus im Ergo-Bereich. Und ja, was soll ich groß zu der Maus sagen? Es ist halt das ist halt einfach eine Maus, ja. Sage ich euch, ey, so ist es, eine gute, stabile Maus für einen guten Preis. Ja. Kriegt man schon für unter 100 Euro, wenn man Glück hat. Amazon kostet die 110 oder so. Wenn man da einen guten Rabatt findet, dann wird man auf jeden Fall mit der Lamsu Thorn glücklich werden. Wenn ihr jetzt sagt, okay, die Lamsu Thorn ist schon cool, aber die ist mir zu klein,
Ich hätte gerne eine etwas größere Maus. Dann ist meine Empfehlung für die Ergo-Maus, die etwas größer ist, die Razer DeathAdder V3 Pro. Ergonomisch, die ist gekippt, ja, so wie die Thorn auch. Nur ein bisschen größer. Habe ich sehr lange mitgegamed, war mir aber manchmal einfach ein bisschen zu groß gewesen. Habe mir dann die Lamsu Thorn besorgt und zock seitdem jetzt eigentlich nur mit der Lamsu Thorn. Und game damit praktisch meine täglichen Sessions. Und eine vierte bzw. eine dritte Kategorie, die ich euch absolut gar nicht vorenthalten darf, ist was ganz Besonderes, und das sind Fingertip-Mäuse. Fingertip-Mäuse zeichnen sich dadurch aus, dass man sie mit den Fingerspitzen praktisch spielt. Also man hält sie so mit den Fingerspitzen, deswegen Fingertip-Maus. Die Maus hier ist ein absolutes deutsches Ingenieursmeisterwerk. Das ist die Zaunkönig M2K, seine kabelgebundene Maus, war aber damals die erste Maus oder eine der ersten Mäuse mit 8000 Hertz Polling Rate. Und es ist regelmäßig passiert, dass Videospiele mit dieser Maus nicht klargekommen sind, weil Spiele einfach mit diesen hohen Polling Rates nichts anfangen konnten. Und ist eine sehr teure Maus, ist ein sehr teurer Spaß, ja. Aber dafür made in Germany aus Aerospace Grade Carbon, ja, kann man. Das Ding kann man theoretisch einfach so ein Formel 1 Auto schrauben, es fällt nicht auf, Kapi. Ist ein geiles Teil, ist mit eins der krassesten Klickgefühle, die ich je hatte. Aber für den Alltag einfach für mich nicht zu gebrauchen. Also, ich habe mit dieser Maus meine krassesten Aimlab-Scores gemacht. Aber für den Alltag, ich brauche einfach Seitentasten für den Alltag. Ja, wenn ich keine Seitentasten habe, dann kann ich mit einer Maus nicht zu viel anfangen. Wir hüpfen auch nochmal ganz kurz praktisch jetzt rein in Elo-Shapes, denn dort habe ich auch praktisch die DeathAdder V2 und die Lamsu Thorn reingetan. Einfach damit ihr sehen könnt, wie verhalten sich die beiden Mäuse gegeneinander. Die Lamsu Thorn deutlich leichter als die Razer DeathAdder, muss man fairerweise dazu sagen. Hat aber auch lustigerweise unten Löcher drin, wo dann so ein Klebefilm drauf ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist im Endeffekt wie ein großes Stück Tesafilm, was da drauf klebt. Ist ziemlich lustig. Und ich sehe es gerade. Es werden wahrscheinlich die Fragen aufkommen, ja. Was soll ich denn für Skates auf meiner Maus machen? Meine Freundin sagt dazu immer, das sind Aufkleber. Ja, da werde ich immer ganz, ganz böse getriggert. Da könnt ihr actually heutzutage gar nicht mehr so viel falsch machen. Ja, es gibt da verschiedene Arten und Weisen, aus welchem Material die hergestellt sind. Ja, es gibt zum Beispiel hier, das ist aus Silika, das ist in Anführungszeichen Glas. Kranke Skates, krank schnell. Aber ich zock aktuell die Dots. Dots ist was Neueres. Beziehungsweise etwas, was noch nicht so bekannt auf dem Markt ist. Das ersetzt praktisch die einzelnen Skate-Elemente durch Dots, einfach um, ich kann damit besser einstellen, wie die Maus, an welcher Stelle der Maus der Grip ist, also die Reibung auf dem Pad, und das gefällt mir einfach besser. Ja, also ich komme damit aktuell sehr, sehr gut zurecht. Die Dots habe ich gekauft bei Laonda. Laonda.com ist ein deutscher Shop. Da kann man auch Mauspads und so ein Kram kaufen. Da habe ich die her. Und das war so Thema Mäuse. Zurück reden wir jetzt über das Thema Keyboards. Ich game aktuell mit diesem Keyboard. Das habe ich mir selber gebaut, beziehungsweise mir hat dann ein Kollege beigeholfen, die Switches praktisch in das Board reinzulöten. Ist ein sehr teurer Spaß, so ein Custom Keyboard. Aber was so das Klickgefühl angeht oder einfach den Sound, das lohnt sich schon. Aber es gibt heutzutage auch für einen guten Taler Tastaturen, die affordable sind. Ja. Ganz kurz, um das Thema Tastaturen anzureißen. Ich unterscheide immer in drei Kategorien. Das sind einmal Full-Size-Keyboards. Das sind ganz normale Keyboards, wie ihr sie auch wahrscheinlich von der Arbeit kennt oder von der Schule. Mit rechts einem Numpad dran, oben eine F-Reihe. Ist so das Gängigste, was die meisten Leute zu Hause haben. Dann das 10-Keyless, das ist praktisch dann ohne Numpad. Das 75% ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Hat alles, was das 10-Keyless hat, aber in einem kompakteren Format. Und die meisten Gamer, die Shooter spielen, zocken dann mit einer 65% Tastatur, wie zum Beispiel dann der Razer Huntsman oder mit der Wooting. Bei der Wooting muss man dazu sagen, das Wooting Keyboard hat Switches, die mit Magneten funktionieren. Das heißt, man kann dort einstellen praktisch, wie tief man den Knopf drücken muss, bis er gedrückt ist,
und auch wie hoch man wieder mit dem Switch gehen muss praktisch, damit der Key nicht mehr gedrückt wird. Ist ein krankes Gerät, aber für so Games wie XDefiant oder Rainbow Six würde ich das nicht empfehlen. Ja, wenn ihr so ein Routing-Keyboard euch kauft, dann seid ihr eher die Kategorie Counter-Strike-Spieler, Valorant-Spieler, also Spiele, wo du praktisch stillstehen musst und du hast dann durch diese Einstellbarkeit der Switches die Möglichkeit, schneller zu stehen. Ich habe kein Routing hier, ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich habe es bis jetzt auch nur ein, zwei Mal bei Spielern von uns ausprobiert und es ist schon für so ein Game wie Valorant oder Counter-Strike sehr krass, ja, keine Frage. Da gibt es auch günstigere Alternativen, wie zum Beispiel das Drunk Deer ist ein Keyboard, was sehr beliebt ist aktuell. Aber ich hoffe, dass da demnächst auch in den nächsten Jahren, je nachdem, wie sich das mit meiner eigenen Marke entwickelt, ein Keyboard irgendwann kommt. Ja, ganz kurz für die, die sich jetzt fragen, wovon ich rede. Ich baue bzw. ich produziere meine eigene Hardware, meine eigene Gaming-Peripherie. Und unser erstes Produkt wird ein Mauspad sein. Das habe ich auch schon hier, damit game ich schon sehr lange. Wenn ihr das euch vorbestellen möchtet, beziehungsweise wenn ihr Interesse an einem High-Performance-Pad habt, also wir können auch gerne nochmal ein separates Video über Mauspads machen. Ich habe über 50 Mauspads hier, über die ich euch eine Philosophie erzählen kann, beziehungsweise eine Geschichte. Mauspads ist ein sehr komplexes, es ist ein sehr simples, aber doch komplexes Thema, gerade was dann die Geschwindigkeit angeht, den Start-Stopp-Punkt, die Reibungskoeffizienten auf dem Pad selber. Die Basis, auf der die Oberfläche drauf geklebt ist, das macht alles einen riesen Unterschied. Das sollte aber ein separates Video sein, denke ich, denn mit Tastatur und Maus, denke ich, seid ihr von meiner Seite gut bedient. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, mit was ihr aktuell gamet. Schreibt mir mal rein, welche Tastatur ihr benutzt, welche Maus ihr benutzt, auch welches Mauspad. Und wenn ihr Interesse daran habt, praktisch mein Mauspad zu kaufen, könnt ihr das tun bei shop.championsforge.pro. Der Shop ist aktuell noch geschlossen, wenn ihr das Video seht. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Wochen, sobald meine Bestellung bestätigt ist, der Vorverkauf anfängt. Der Vorverkauf wird dann praktisch ein Zeitraum sein, in dem ich die Pads anbiete und ja, vorverkaufe. Ich hoffe natürlich, dass im Vorverkauf alles verkauft wird. Sollte das nicht passieren, dann könnt ihr auch, wenn ihr es im Vorverkauf nicht geschafft habt, euch ein Mauspad zu reservieren, praktisch das Pad ganz normal erwerben und dann je nachdem, wie lange es dauert, bis meine zweite Lieferung eintrifft, könnt ihr dann das Pad dann ganz normal erwerben. Ja, Freunde, war ein sehr informatives Video für euch, hoffe ich. Ich hoffe, ihr konntet eine kleine Kleinigkeit praktisch mitnehmen und wenn es auch nur die verschiedene Kategorisierung von den Mäusen ist oder die Webseite, hoffe ich, dass ihr ein gutes Wochenende habt, wie immer. Und ich wünsche euch gut Luck in euren Games. Haut rein. Ciao.